Quantenphysik, eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Religion? Diese Frage erörtern wir mit Edeltraud Gabriele Fichtel im heutigen Interview beim Business Talk am Kudamm. Sie arbeiten als Coach, Trainer und veröffentlichen auch zum Thema Traumabehandlung und Biografiearbeit. Wo liegt der Fokus bei Ihrer Arbeit? Hauptsächlich geht es bei mir darum, Ängste, Traumata und Projektionen zu lösen. Das sind drei Themen: emotional, mental und seelisch. Das ist der Fokus, was jeder Mensch braucht, um frei und selbstbewusst leben zu können. Also Trainer haben in der Regel ein Wissen, Therapeuten haben Wissen, aber an vielen Stellen kann man nicht ganz die Ängste lösen, und Projektionen, die haben die Wirkungsweise wie so ein Gummiband. Also man hat das Thema gelöst, erkannt auf einer Ebene, aber wenn man es nicht ganz verbindet, ganzheitlich, dann ist es wie so ein Gummiband, dass man immer wieder auf die alte Thematik zurückgeworfen wird. Und das ist bei mir ganz wichtig, dass wir dieses Gummiband dann durchtrennen, ganzheitlich und mit integrativer Schattenarbeit auch. Mhm. Integrative Schattenarbeit haben Sie jetzt gerade schon gesagt. Also von Jung eine Methode. Gibt es denn generell Methoden oder Module, mit denen Sie am liebsten arbeiten? Ja, das ist die systemische Biografiearbeit. Traumaarbeit gehört dazu. Das Arbeiten, Zeugung bis in das jetzige Leben auf der Timeline. Also dass wir alle Traumata tatsächlich erwischen, weil die ganz wichtig sind, wie Projektionen entstehen. Und dann wichtig, universelle Gesetzmäßigkeiten, Wissen aus der Quantenphysik, Quantenwissen. Ja? Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Ne? Also die drei Haupt: Biografiearbeit, Traumaarbeit, Schattenarbeit, C.G. Jung und Quantenwissen. Mhm. Das ist ein sehr holistischer Ansatz. Das heißt, irgendwo, wo spielt da Psychologie rein, wo spielt da Naturwissenschaft rein? Okay. Wir kennen alle den Ausdruck, einer für alle, alle für einen. Ja? So, was ein Mensch denkt, fühlt, das ist in dem großen Ganzen enthalten. Und wiederum das große Ganze, was alle Menschen denken, fühlen, handeln, das ist wieder, was der einzelne Mensch für sich an Eigenschaften hat. Ja? Deshalb auch diese archaischen Programme. Also alle Menschen sind immer am alle Eigenschaften. Ja? Und es ist interessant, die Bibel spricht davon, der Mensch ist unvollkommen. Innerhalb meines Trainings sage ich, wir sind unbewusst. Das klingt charmanter, weil dann ist es nicht, hat es nichts mit einem strafenden Gott zu tun, sondern es ist tatsächlich naturwissenschaftlich erklärt. Weil wenn ich einen Überblick über eine Sache nicht habe, dann kann ich mir diesbezüglich das Wissen aneignen, ich kann meine eigenen Projektionen lösen. Habe ich aber nur ein strafendes Gottesbild, ja, was bei mir gar nicht zum Tragen kommt, dann bin ich in der Regel gehandicapt und brauche auch nichts zu machen, weil ich in der Opferrolle bin und da bleibe ich. Ne? Also ist es ganz wichtig, das zu sehen, dass ich selber eine Eigenverantwortung habe, um gewisse Dinge zu lösen. Und dann nehme ich halt auch dieses Quantenwissen mit dazu. Mhm. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch mit dem Quantenwissen, dass Sie das mit einfließen lassen. Jetzt haben Sie schon ein bisschen über Gott gesprochen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass der ein oder andere sagt, oh Gott, lass mich mit Gott in Ruhe. Genau, ja. Ja, es ist ein wesentlicher Teil meiner Arbeit sogar, diese alten, strafenden, zerstörenden Gottesbilder aufzulösen, weil das sind auch Konditionierungen, die wir Menschen haben. Und ich muss jetzt tatsächlich gestehen, ich bin bibelfest und einer meiner Lieblingsbibeltexte heißt, sie werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird sie frei machen. Also das heißt, wenn ich rausgehe aus diesen alten Karamellen, aus diesem ganzen
strafenden Gottesbild, dann erkenne ich meine eigene Göttlichkeit. Und darum geht's. Also es gibt universelle Gesetzmäßigkeiten und die muss ich erkennen. Und ein höheres Wesen, ja, wo die Seele mit verbunden ist, auf dieser Ebene kann ich mich praktisch reflektieren. Würde ich jetzt dieses höhere Wesen ganz außer Acht lassen, dann hätte ich keine Ebene, auf der ich mich reflektieren kann. Ja? Weil in dem Moment, wo ich ganzheitlich verbunden bin, ja, mit allem, dann habe ich ja auch dieses höhere Bewusstsein. Ja? Und das ist das, wo ich sage, das Göttliche wird mit dem Naturwissenschaftlichen verbunden. Und das hat ja schon Heisenberg hat's erwähnt, Einstein hat es erwähnt. Also ich bin ja da gar nicht allein mit meinen Ansichten. Ne? Also das erkennt man schon. Aber es hat tatsächlich nichts mit einem strafenden Gott zu tun, sondern gerade das Gegenteil. Es geht um die Liebe. Die Liebe, die Mitgefühl hat, die alle menschlichen Abgründe letztendlich transformieren kann. Und das ist wichtig. Ja? Dass wir auch den Nutzen in dem normalen Leben davon haben. Ja, das muss erstmal alles so ein bisschen nachwirken. schöne Worte. Es ist immer schön, wenn man über Liebe spricht, generell. Ja. Auch nochmal zum Thema Quantenphysik. Also ich finde irgendwie Quantenphysik, das ist sowas Hohes. Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Ja, wir haben mehrere Parameter. Und zwar haben wir ja schon gesagt, wir sind ein Teil von allem und alles ist ein Teil von uns. Es gibt viele Dinge, die wir nicht messen können. Zum Beispiel Dankbarkeit, Wertschätzung. Das sind Äußerungen, sage ich mal, Handlungen aus dem Impuls heraus, aus dem inneren Menschen heraus. Sie können es nicht messen, aber sie können die Auswirkungen sehen. Gerade bei Dankbarkeit, ne? Also Menschen, die dankbar sind, werden sich immer wieder Situationen schaffen, in denen sie dankbar sind. Natürlich wird auch ihre Freude mit dieser Dankbarkeit wachsen. Also diese Menschen, die diese Dinge tun, sind in der Regel gelassener, sind freudig, sind für andere auch, sie sind nicht verurteilend. Ja? Mhm. Sie können die Menschen so nehmen, wie sie sind. Und das ist was ganz Wichtiges, ne? Dass ich diese Dinge an der Stelle sehe. Ich kann etwas bewirken, das auf das ganze Umfeld einwirkt, also über die Quantenfelder. Aber ich kann es nicht messen, was es ist. Und das ist diese sogenannte Liebe, die Freude, die Wahrheit, die Klarheit. Ja? Und es ist ganz wichtig, dass ich erkenne, wenn ich selber zerstörerisch handle, zerstörerisch wirke, hat es auf mich in erster Linie ein negativer Rückfluss, natürlich auch auf mein Umfeld. Ne? Und deshalb wäre es wünschenswert, dass wir mit der göttlichen Ökologie handeln, ne? Und zwar sehen, was wir ernten möchten. Mhm. Ja? Göttliche Ökologie, dann haben wir über Liebe gesprochen, wir haben über Quantenphysik gesprochen und Sie bieten auch Führungskräftetrainings an. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie Sie da an ja, vielleicht konservative Geschäftsführer herantreten, Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer und denen dann eben mit Quantenphysik und mit Liebe kommen, sage ich mal. Interessant, dass Sie das sagen. Ich sage mal aus der Erfahrung heraus, diese Menschen haben in der Regel alle eine profunde Schulung. Also die wissen schon, dass es universelle Gesetzmäßigkeiten gibt. Ja? Sie wissen vielleicht nicht genau aus ihrer eigenen Erfahrung, wie man das richtig anwendet, weil sie auch ihre Erfahrungen haben. Aber wenn die Ebene wieder frei ist von den eigenen Erfahrungen, von den Projektionen, dann können die dieses Wissen, das ich vermittle, das sie selbst ja als innerer Kompass haben und wenn das freigelegt ist, dann können sie damit was anfangen. Und was schön ist an der Stelle, man kann sein Umfeld besser einschätzen. Man kann die Menschen fördern und nicht nur fordern. Ja? Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo man fordern muss. Steht für mich außer Zweifel, außer Frage. Aber ich muss erst angemessen fördern,
damit ich fordern kann. Und das fängt natürlich bei mir an. Also muss ich mir erstmal eine ganz heilige Schulung angedeihen lassen, dass ich überhaupt mein Umfeld richtig beurteilen kann und weiß, was richtig ist. Ich habe zum Beispiel vor Jahren ein kleines Unternehmen, Malerbetrieb. Da hat als erstes der Chef hat das Training gemacht, dann hat er seine Frau geschickt und sagt, jetzt muss er auch zu uns in die Firma kommen. Und dann im Allgäu hatten wir dann ein Trainingswochenende und da haben wir dann das Ganze inklusive den Auszubildenden, haben wir dann das Ganze die ganzen Mitarbeiter geschult. Und es war interessant, ich konnte ja da jetzt nicht so auf die Traumata eingehen, also so, wie ich das im Einzeltraining mache. Aber es ist auch auf dieser Ebene, gibt es eine Möglichkeit, diese Projektionen impulsmäßig zu erklären, nämlich, dass ich bei mir hinterfrage, was projiziere ich auf den anderen, was wir ja schon an anderer Stelle besprochen haben. Und es war dann interessant, da waren zwei gleichgestellte Vorarbeiter und der eine konnte dann nicht mehr, da auf dieser Ebene hat es immer Kämpfe gegeben, weil jeder wollte wichtiger sein als der andere. Und der eine ist dann weggegangen, der letztendlich den Unfrieden gestiftet hat. Und es kam dann ein neuer Mitarbeiter dazu. Ne? Ein anderer Mitarbeiter wurde dann innerhalb des Teams, kam der an eine andere Stelle. Und da wurde jemand Neues eingestellt. Also man hat an dieser Stelle dann ein besseres Verständnis, was ist das Potenzial von dem Mitarbeiter. Und ich gehe mal so weit, dass ich davon ausgehe, dass jede Personalabteilung, jeder Personalchef ja schon diese Grundlage hat, um den Mitarbeiter gut einzuschätzen. Aber oftmals sind es dann innerhalb des Teams, wo es dann vielleicht eine kleine Veränderung bedarf. Und die kann man dann, wenn man das selber diesen freien Blick hat, kann man das dann erkennen und kann ganz toll einwirken. Ne? Und das ist das, was ich mir auch für unser Leadership wünsche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ne? Weil wir haben so viel tolle Führer, ja, Führungskräfte. Und wenn die noch das letzte Upgrade nehmen, ja, dann können wir doch in die Zukunft blicken und zwar ganz positiv. Ne? Weil ich sehe viele gute Bemühungen, ne? Aber ich sehe natürlich auch, wo es dann hängt, wo man an diesem Gummiband. Ne? Und das muss halt tatsächlich verändert werden. Deshalb ist es also gerade für Führungskräfte ganz wichtig, an dieser Stelle die eigenen Projektionen zu lösen. Ne? Und wie gesagt, es tut nicht weh, weil es muss nicht immer bis in die Tiefe gehen, dass man tatsächlich Traumaarbeit machen muss, was ich innerhalb von einem Team oft in der Businesswelt auch nicht unbedingt anraten würde. Ne? Also da muss man schon Fingerspitzengefühl haben, wie weit gehe ich, dass wenn ich ein Team habe, dass ich der Einzelne nicht outen muss mit irgendwelchen Themen. Ne? Das kann man dann tatsächlich, kann man dann auch nach dem Wochenende kann man sagen, Frau Fichtel, ich brauche dann noch mal 2 Stunden für mich persönlich und dann ist es auch gut. Ne? Ja, ich finde es super, dass Sie das auch gerade an einem Beispiel erklärt haben. Jetzt hat man das sich so richtig vorstellen können, auch da beim Malerbetrieb im Allgäu. Mhm. Und Sie haben auch gesagt, wenn man die Führungskräfte so schult, dann kann man auch positiv in eine Zukunft blicken. Und das fände ich jetzt noch einen schönen Ausblick, einen hoffentlich positiven Ausblick, jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo ja doch irgendwie viele Menschen, naja, einerseits mit sich beschäftigt sind, andererseits irgendwo eingeschränkt sind und ja, also mitunter eben wirklich auch Existenzängste haben, finanzielle Ängste haben. Vielleicht haben Sie da noch irgendwo etwas, wo Sie sagen, da gibt es noch einen positiven Ausblick. Ja, gerne. Und zwar habe ich 2 Begriffe, die ich gerne anwende, und zwar einmal Opferrolle und die Opferfalle. Ein Mensch, der in der Opferrolle ist, der ist passiv in seinem Leben, der lässt sich von außen leiten. Also da in der Regel muss was passieren, dass dieser Mensch aus dieser Opferrolle raus möchte. Das ist diese Ebene, wo man sagt, auf der Sozialebene, wo man nur gefördert wird. Da müsste meiner Meinung nach eine Belehrung rein, dass dieser Mensch erstmal in die Eigenverantwortung geht. Ja? Und dann haben wir noch den zweiten Begriff, Opfer.
Falle, genau. Und zwar die Opferfalle ist, wenn ein Mensch schon ein Mindset hat, ein gutes, aber durch die Projektionen oder durch seine eigenen Handicaps, durch seine eigenen blinden Flecke, noch nicht ganz von dem Gummiband loskommen kann. Ja? Und diesen Menschen würde ich 2 Stunden jetzt empfehlen, sich mit, dass er seine Projektionen löst. Weil die können wiederum dann erkennen, was man bei den Menschen machen muss, die in der Opferrolle sich ahlen, suhlen. Mhm. Ja? Weil das finde ich schon schlimm, dass man an dieser Stelle auch hilflos ist. Ne? Und da müsste meiner Meinung nach jetzt was Angemessenes, was lösungsorientiert, was Zielförderndes passieren. Mhm. Ja? Weil da darf man auch die Politik bemühen, ja? Meiner Meinung nach. Weil von dieser Ebene aus wäre es schon wichtig. Wie gesagt, fördern schon, also dass sich der Mensch wirklich verantwortlich fühlen muss für sich selber. Und den anderen darf man mal ein bisschen Erleichterung geben, dass sie dann sehen, wow, ich habe doch schon Gutes geleistet. Weil das ist nämlich auch wichtig, ne? Wenn jemand immer wieder gibt, dass er da ein tolles Feedback zurückbekommt mal. Mhm. Ja, Sie haben auf jeden Fall sehr, sehr viel heute gegeben. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne. Dankeschön.